Vor 2000 Jahren lebte in Nordindien ein Prinz namens Siddhartha Gautama. Später nannte man ihn den Shakyamuni-Buddha, den erleuchteten Lehrer aus dem Shakya-Geschlecht. Er lebte in der Ära des Brahmanismus und seine Zeit, zu der in Griechenland Thales und in China Laozi lehrten, war voller geistiger Unruhe und Aufbruchstimmung. Der spirituelle Sucher Siddhartha Gautama verließ seine Familie, verließ Frau und Kind und eine fürstliche Karriere, um sich nacheinander verschiedenen Gurus und Yogins anzuschließen, die indische Methoden der Trance und der Askese lehrten. Aber nach 7 Jahren dieser spirituellen Ausbildung befand Siddhartha, dass alle diese Methoden und Strategien und Tricks, die man ihm gelehrt hatte, seinen Geist nicht aus der Abhängigkeit, aus Begierde, Aggression und Ignoranz befreien konnten. Deshalb kehrte er in die Welt zurück und durch die schlichte Praxis des körperlichen und geistigen Stillehaltens gelangte er zur Erkenntnis der vierfachen Wahrheit, die lautet: Die Wahrheit, dass Leben von Leiden und Frustration erfüllt ist. Die Wahrheit, dass die Ursache von Leiden und Frustration erkannt werden kann. Die Wahrheit, dass es ein Ende des Leidens gibt. Und die Wahrheit, dass es einen bestimmten Übungspfad gibt, der zum Ende von Leiden und Frustration führt. Kern dieses Übungspfades ist die Meditation, oder besser, die gezielte Beruhigung der emotionalen und begrifflichen Aktivität des Geistes. In Sarnath, heute ein berühmter Ruinenpark und buddhistischer Wallfahrtsort nahe Benares, erläuterte der Buddha zum ersten Mal seine Lehre vom mittleren Weg. Dem mittleren Weg zwischen den Extremen materialistischer Weltabhängigkeit und religiöser Weltverneinung. Zur Erinnerung an diesen Zeitpunkt, zu dem, wie die alten Texte sagen, das Rad der Lehre in Gang gesetzt wurde, errichtete man einen Stupa, ein Monument in symbolischer Bauform. Der Buddha-Dharma, oder die Lehre vom Weg der Befreiung, beinhaltet vor allem eine nicht-theistische Einstellung. Die Befreiung bedarf keiner wie immer gearteten Gottesvorstellung und keine außermenschlichen Kräfte können dabei helfen. Sie beruht allein auf dem eigenen Bemühen. Nur durch die Auflösung dessen, was wir Ego nennen, ist Befreiung von Frustration und Leiden zu erlangen. Es ist nutzlos, sagte der Pragmatiker Gautama Buddha, Spekulationen über ein Jenseits oder einen Gott anzustellen, die doch nichts anderes beinhalten können als Projektionen unseres individuellen Geistes. Wichtiger ist es, die Befreiung in diesem Leben anzustreben. Nach Buddhas Tod wurden seine Asche und seine Gebeine unter den führenden Anhängern verteilt, die sie in Reliquienschreinen aufbewahrten und die Stupas um sie aufbauten. Eine Haltung der Sammlung und der Ehrerbietung gegenüber dem Lehrer und der Lehre ist in der Umgebung eines Stupa ebenso selbstverständlich wie im Tempel oder vor einer Statue des Erleuchteten. Den Stupa in traditioneller Weise zu umwandeln, ist sowohl Zeichen der Verehrung als auch meditative Praxis. Buddhas Lehre ist im theistischen Sinn keine Religion, da es keinen Gott gibt, zu dem man beten, den man gnädig stimmen könnte. Buddha ist menschlichen, nicht göttlichen Ursprungs. Seine Lehre ist nicht Offenbarung, sondern Produkt menschlicher Erkenntnisfähigkeit. Zu erkennen ist, dass alles der Vergänglichkeit unterworfen ist und Glück nur sein kann, wo auch Leiden ist, dass stets das eine vom anderen abgelöst wird. Zu erkennen ist auch, dass Leiden und Frustration von den grundlegenden Impulsen haben wollen, nicht haben wollen, von Gier und Aggression bedingt sind. Und zu erkennen ist, dass nur durch inneres Loslassen Befreiung erlangt werden kann. Der Buddhismus entwickelte sich stufenweise über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Und die erste Entwicklungsstufe war Theravada, wörtlich die Lehre der Alten, wie sie heute noch auf Ceylon gelebt und gelehrt wird. Die Theravadin sind der Meinung, keine der anderen Richtungen des Buddhismus sei so authentisch wie die ihre. Doch ist die Spaltung zwischen südlichem und nördlichem Buddhismus, Hinayana und Mahayana, nicht so tief,
dass sie die Essenz der Lehre beträfe. Meditation, die Praxis der Geistesberuhigung, ist der Kern des buddhistischen Weges. Durch das Stillhalten von Körper und Geist werden die Gefühls- und Denkmuster deutlich, die das Erleben von Ich bedingen. Die Vergänglichkeit ist das zentrale Thema in der Schulung des Theravada. Der Gedanke an den Tod nimmt allen Abhängigkeiten ihre Wichtigkeit, denn er ist der Augenblick, in dem alles, selbst das eigene Ich, losgelassen werden muss. Buddhistische Praxis ist das Erlernen des Loslassens, der einzige Weg zur Überwindung des grundlegenden Leidens an der Existenz. Ein buddhistischer Mönch sagt dazu: Das Wort Leiden ist eine Übersetzung eines Pali-Wortes, Dukkha. Manchmal übersetzt als Leiden, manchmal als Schmerz, manchmal als Frustration. Ursprünglich hat das Wort viele Bedeutungen. Am ehesten trifft der Begriff unbefriedigt sein die tatsächliche Bedeutung. Die ganze Existenz ist geprägt von Vergänglichkeit. Alles in dieser Welt ist ständig in Veränderung begriffen. Alles, auch die Freude. Alles, worüber wir uns gefreut haben, ist mit dem Tod zu Ende. Erscheint uns als Traum, muss losgelassen werden. All dieses Vergängliche hat keine bleibende Wirklichkeit. Da alles der Veränderung unterworfen ist, ist die gesamte Existenz substanzlos, nicht eigentlich wirklich. Das ist es, was uns beunruhigt, uns unbefriedigt sein lässt. If anything is impermanent, even a joy, if it is impermanent, it is subject to change. All our joys end at death. So what is the use of all joys you have enjoyed so far? If at death you have to suffer it, you have to give it up, then all your past joys appear to you as dreams. So all these joys are not real. Ist Buddhas Lehre zu entnehmen, dass wir, obwohl es Freuden gibt, sie nicht genießen sollen? We must not really enjoy them. Gewiss gibt es Freuden im Leben. Der Buddha leugnet es nicht. Er anerkennt sie, aber sie sind nicht vollkommen. Sie sind nicht beständig. Das ist die Bedeutung von Dukkha. Es gibt Freuden und die Menschen hängen sich daran. Bis sie die wahre Natur des Lebens verstanden haben, können sie nicht anders. Buddha weist das Vergnügen nicht zurück, aber er betont seine Vergänglichkeit. Buddha doesn't refuse it, but these joys are impermanent. So it's not pure. Also handelt es sich nicht um Weltverneinung. Die Welt wird nicht verneint. Wer das vollkommene Verstehen erlangt hat, begegnet dem Leben ohne Abhängigkeit. Er steht dem Unbefriedigtsein neutral gegenüber. Es gibt nichts mehr, an dem er leidet. Nichts, woran er sein Herz hängt. Man ist frei von Abhängigkeit, wenn man die Welt sieht, wie sie ist. Then you will be neutral. There is nothing to suffer from. There is nothing to rejoice at. You have to be neutral when you see the world as it is. Detachment, is that the word? Liegt darin nicht die Gefahr einer gewissen Unbeweglichkeit, zum Beispiel was die Veränderung sozialer Verhältnisse betrifft? Changing the social conditions, for instance. Yes. Nun, da alles der Veränderung unterliegt, ist die Welt wie ein Traum. Es gibt keine absolute Wirklichkeit, sie ist leer. Solange dies nicht erkannt wird, existiert Dukkha, Leiden. So, it is just like a dream, there is no reality. It is empty, that is what it means. What it means by dukkha, or as they translate it as suffering. So also suffering is. Also ist Leiden ein Traum. That is why. Gewiss. Deshalb ist der Erwachte, der die Vollkommenheit erreicht hat, unabhängig davon. Der edle achtfache Pfad des Buddha, der allgemeingültige Elemente der Sozialisation ebenso umschließt wie spezielle Anforderungen an die persönliche Disziplin, an die Lernbereitschaft und an die Beharrlichkeit, was die Praxis der Meditation betrifft, gibt dem buddhistischen Leben seine Form. Im Theravada wird diese Haltung einer umfassenden Konsequenz,
im Unterschied zu anderen Richtungen des Buddhismus, als die Notwendigkeit verstanden, ein monastisches Leben zu führen, ein Bhikkhu oder Bettelmönch nach alter indischer Tradition zu werden. Unter einem Baum, so berichtet der Mythos, erlangte Buddha durch beharrliche Meditation die Erleuchtung. Eines der wenigen Rituale im alten Buddhismus, Hinayana oder kleines Fahrzeug genannt, ist das Umschreiten des Bodhi-Baumes, des Baums der Erleuchtung. Sangha bedeutet Gemeinschaft der Anhänger der Lehre Buddhas. In Theravada eingeschränkt auf die Ordensangehörigen. Im nördlichen Buddhismus, dem Mahayana und Vajrayana, ist damit auch der wesentlich größere Anteil der Laien bezeichnet. Allerdings bilden in allen buddhistischen Ländern Asiens die Ordensgemeinschaften die Zentren des religiösen Lebens und der Weitergabe der Lehre. Trotz verschiedener äußerer Formen sind für alle buddhistischen Richtungen die Grundlagen der Lehre verbindlich, wie sie im Tipitaka, dem dreiteiligen urbuddhistischen Kanon, enthalten sind. Es ist in vielen buddhistischen Ländern Tradition, dass wenigstens ein Sohn der Familie in den Orden eintritt. Ab 7 Jahren werden im Theravada die Jungen aufgenommen. Die Kinder, die sich für diesen Weg entscheiden, können jedoch, wann immer sie wollen, wieder austreten. Auf ewig bindende Gelübde sind im Buddhismus nicht denkbar. Wer in den Sangha eintritt, erhält in einer schlichten Zeremonie die traditionelle Bettelschale und einen Sangha-Namen. Wie für alle Buddhisten gibt es auch für den Theravada-Mönch keine Probleme mit den Glaubensangelegenheiten. Der Unterschied zum Laientum liegt in der uneingeschränkten Besitzlosigkeit und einem streng geregelten Lebensablauf. Auch das Zölibat ist zur Regel gemacht, doch liegt der Grund nicht in einer negativen Einstellung zur Sexualität, sondern es wird die Gefahr berücksichtigt, dass nahe Beziehungen zur Abhängigkeit führen. Jedoch verlangt der Buddhismus, anders als der Hinduismus, keine Abtötung der Sinne, sondern lediglich eine Haltung der Mäßigkeit. Auch Askese wird als eine Art von Abhängigkeit betrachtet. Die Überbetonung des pragmatischen Aspekts der Lehre und das allzu wortwörtliche Festhalten an den ältesten Überlieferungen haben den Theravada-Buddhismus ausgelaugt und die Weiterentwicklung der eigenständigen buddhistischen Kultur und Kunst verhindert. So ist der Theravada Ceylons von der Hindu-Kultur geprägt. Dem steht eine strenge Zurückhaltung in Ritual und Symbolik gegenüber und die strikte Ablehnung jeder Metaphysik. Die Theravadin halten den Buddha nicht für einen Gott, niemals. Wir betrachten Buddha als den größten Lehrer und wir sind seine Schüler. Wir vergöttlichen ihn nicht. As the greatest teacher. We follow him as disciples follow a teacher. We never deify him. So in that sense, der Buddhismus ist also atheistisch. Begann? In that sense, Theravada Buddhism is an atheism. Oh, well. Gewiss ist er atheistisch. Ja, es ist uns eine Ehre, Atheisten genannt zu werden. Wir sind stolz darauf, nicht an einen Gott oder Weltschöpfer zu glauben. Yet we are proud of calling ourselves that we don't believe in any God or any creator God. Yet you are a monk. Yet you are. Obwohl Sie ein Mönch sind, obwohl Sie einer mehr oder weniger religiösen Gemeinschaft angehören. Wir sind die Schüler, die Nachfolger des Buddha. Wir folgen dem Pfad und wir versuchen, andere Menschen ebenfalls auf diesen Pfad zu führen. Das ist es, worum es uns geht. Um den Pfad zur Vollkommenheit. Nicht um die Anbetung des Buddha? Es gibt bei uns keine Art von Anbetung, sondern wir bezeugen unsere Verehrung für unseren großen Lehrer. Wenn zum Beispiel, wie wir sahen, jemand vor einem Menschen wie Ihnen niederkniet, vor einem ehrwürdigen Mönch, bezeugt er dann seine Verehrung für Sie als ein Abbild des Buddha? Nein, für einen Nachfolger des Buddha, nicht für ein Abbild des Buddha. Wenn zum Beispiel einer unserer Lehrer oder unser Vater oder unsere Mutter gestorben sind und wir haben deren Bild an der Wand hängen, so schmücken wir es gelegentlich mit Blumen und geben unserer Verehrung Ausdruck. Das ist keine Anbetung. Wir vergöttlichen diese Person nicht.
Gleichermaßen bezeugen wir unsere Verehrung für diesen großen Lehrer, der vor langer Zeit gestorben ist und uns eine sehr große und vollkommene Lehre hinterlassen hat, die wir befolgen können. In the same way, we pay our respect to that great teacher who passed away long ago, leaving a very great and perfect doctrine for us to go along the path it directs. Perfect doctrine. I think Sie sagen vollkommene Lehre. Sie sind also grundsätzlich davon überzeugt, dass das, was Buddha sagte, die einzige Wahrheit ist. Stimmt das? Also beginnen Sie doch mit einem Glaubensakt. Steht das nicht im Widerspruch zur Aussage des Buddha, dass man alles zuerst prüfen soll? Nun, der Buddha legte uns nahe, nichts blindlings zu glauben. Er empfahl uns, das, was er gelehrt hat, experimentell nachzuprüfen und Schritt für Schritt von Erfahrung zu Erfahrung voranzugehen. Auf diese Weise folgen wir dem Pfad nicht blind. We see how practical it is and from step to step experiencing what he has taught us, we go forward. That is how we follow his path, not blindly. Wer die geistige Blindheit, das Gefangensein in Ignoranz überwinden möchte, muss lernen. Die Gebäude des Theravada-Sangha haben keinen sakralen Charakter. Sie dienen vor allem der Unterweisung der jungen Bhikkhus. Wie für den Theravada-Mönch gilt auch für alle anderen Buddhisten, für den japanischen Zen-Meister, wie für den tibetischen Lama, dass sie kein Priesteramt im theistischen Sinn innehaben. Jeder ist auf dem Pfad gleichgestellt. Es gibt lediglich Fortgeschrittene und wenige Fortgeschrittene. Nach buddhistischer Auffassung gibt es zwei Aspekte des Geistes, den erleuchteten, freien Geist und den egofixierten, verdunkelten Geist. Der Mensch, der die Schleier der Verdunkelung beseitigt hat, hat damit seine ursprüngliche Buddha-Natur befreit und ist selbst ein Buddha geworden. Für diesen Weg bedarf ein jeder der Unterweisung in Lehre und Meditationstechnik. Zur Ausbildung des Theravada-Mönchs gehört als erstes das Studium der alten Sprache Pali, in welcher der urbuddhistische Kanon etwa 300 Jahre nach Buddhas Tod niedergeschrieben wurde. Die Ruinen von Sri Lanka zeigen, dass es hier 250 Jahre vor unserer Zeitrechnung, also 200 Jahre nach Buddhas Tod, eine große buddhistische Kultur gegeben hat. Trotz großer Unterschiede in Gestalt und Methodik beziehen sich sämtliche Richtungen des Buddhismus präzise auf den Kern der Lehre, wie er in den Sutras, den Lehrreden des Buddha, dargestellt ist. Die grundlegende Formel, die alle Buddhisten aller Länder miteinander verbindet, lautet: Ich nehme meine Zuflucht zum Buddha. Ich nehme meine Zuflucht zum Dharma. Ich nehme meine Zuflucht zum Sangha. Das heißt, zum Lehrer, zur Lehre und zur Gemeinschaft der Anhänger. Auf Ceylon, wie in allen anderen buddhistischen Ländern Asiens, bilden die Ordinierten und die Laien eine komplementäre Gemeinschaft. Grob gesagt, die Laien sorgen für die materielle Seite, damit sich die Ordinierten um die spirituelle Seite kümmern können. Das muss nicht so gesehen werden, dass die Laien dabei allzu kurz kommen. Buddha ließ beide Wege, ohne zu werten, offen. In der buddhistischen Ethik steht das Geben, die Großzügigkeit an erster Stelle, als jene Qualität, die egofixiertem Besitzdenken und Festhalten keinen Raum lässt. Laut Buddhas Lehre erreicht derjenige die Befreiung, der Anziehung, Ablehnung und Gleichgültigkeit aufzugeben vermag, mit anderen Worten, der nicht mehr von den Impulsen der Begierde, der Aggression und des Nichtwissenwollens beherrscht wird. Das gilt für Mönche wie für Laien. Wenn Laien ihren Besitz mit den Mönchen teilen, tragen sie auf diese Weise zu ihrem eigenen spirituellen Wachstum bei. Sie üben sich in der Haltung der Großzügigkeit, die zur Befreiung von Begierde führt. Obwohl der Lehre nach die Befreiung jedem offen steht, jeder über die potenzielle Möglichkeit verfügt, den Weg bis zur vollkommenen Egolosigkeit zu gehen, ist im Theravada-Buddhismus die Meinung verbreitet, dass die Laien wegen ihrer Verbindung mit dem weltlichen Leben wenig Chancen im Vergleich zu den asketisch zurückgezogenen Mönchen hätten, den Buddha-Dharma in diesem Leben zu verwirklichen.
Entsprechend den Überlieferungen gab es einige wenige, sehr wenige Laien, welche die Befreiung erreicht haben. Da sie mit weltlichem Leben befasst sind, sich um Frau und Kinder kümmern müssen, können sie das heilige Leben nicht in seiner Vollkommenheit leben. Man kann zwar ein moralisches Leben führen, ein guter Bürger sein, ein guter Gatte oder eine gute Gattin, aber die anderen Aspekte der Entwicklung liegen außerhalb der Reichweite des Laien. Deshalb sagte der Buddha zu den Laien: Versucht, ein guter Hausvater zu sein, ein guter Bürger, und seht zu, dass ihr ein Leben des Dienens und des guten Willens führt. Er war ein sehr praktisch gesinnter Lehrer. Er empfahl den Laien, das zu tun, was ihnen als guten Mitgliedern der Gesellschaft möglich war. Der Rest folgt später. Buddha sagte, dass für die meisten von uns Laien der Pfad graduell verlaufe. Es steht jedem Laien frei, das weltliche Leben aufzugeben und in den Sangha einzutreten, sodass er seine gesamte Zeit dem Pfad widmen kann. Aber natürlich wusste der Buddha, dass das nicht jedem möglich ist. Die meisten von uns haben ihre weltlichen Abhängigkeiten und Bindungen. Aber es gibt manche, die so erfüllt von der Lehre und so begeistert sind, dass sie es fertigbringen, das weltliche Leben aufzugeben und in den Sangha einzutreten. Possible for them, but if they are so earnest-minded, they are very keen on it, they are perfect liberty to give up the worldly life and join the Sangha. You get quite a number of people who have done that. But it is not so that the Buddha. Aber man kann wohl nicht sagen, dass Buddha die Laien als eine Art Menschen zweiter Klasse betrachtete. No, he doesn't. They're all the same. Nein, alle sind gleich. Und deshalb übt der Sangha auch keine Kontrolle über uns aus. Der Sangha ist lediglich Lehrer und Freund für die Laien. Alle sind gleich. Der Unterschied liegt nur darin, dass wir ein gewöhnliches Leben führen, während sie eher Spezialisten sind. Dass sie ihre gesamte Zeit dafür aufwenden, einem Ideal zu folgen, und dieses Ideal ist das Erlangen der Befreiung. Für uns dagegen ist es ein gradueller Pfad. Die spirituelle Übung, Rezitation der kanonischen Texte und Meditation im Sitzen und Gehen ist grundsätzlich nicht nur Sache der Mönche, sondern gehört für jeden praktizierenden Buddhisten zum täglichen Leben. Die Geisteszähmung ist der Kern des buddhistischen Weges. Wie verhalten sich im Buddhismus die moralische, die intellektuelle und die meditative Schulung zueinander? Die Meditation stützt sich auf die moralische Entwicklung. Genau genommen handelt es sich um eine Konditionierung des Geistes. Um richtig zu denken, braucht man einen reifen Geist. Deshalb ist Meditation das Tor zur geistigen Reife. Die meditative Schulung verringert Verwirrung und Zerstreutheit des Geistes. Man sieht die Probleme dann in einer anderen Weise. Less distracted, less involved. So it's a really closing in, as it were, in order to get the necessary strength of mind to look at problems in a different way. Do you think that meditation is a good term? Gibt das Wort Meditation genau die Bedeutung buddhistischer Praxis wieder? The word we use in the original teaching. Nicht ganz. Das Wort, das wir gebrauchen, bedeutet auch, den Geist zu seinem wahren Ausdruck zu bringen, ihn entwickeln. Für einen Buddhisten bedeutet Kultur Entwicklung des Geistes, die Verstärkung der geistigen Kräfte. Der buddhistische Weg beinhaltet das Studium der Lehre und die Praxis der Meditation als Hauptelemente der spirituellen Schulung. Man könnte ihn eher als angewandte Psychologie denn als Religion bezeichnen. Doch liegen dem Buddhismus eine über alle Dimensionen unserer Vorstellungen hinausgehende Vision und ein Element der Ehrfurcht vor der ursprünglichen Qualität des Geistes zugrunde, die dem westlichen Psychologiebegriff fremd sind. Andererseits hat diese Auffassung vom Geist nichts mit der Idee von einer unsterblichen Seele oder einem fixierbaren Ich zu tun. Sie ist vielmehr im höchsten Sinne empirisch. Die Welt der Erscheinungen hat einen relativen Charakter, sagt die buddhistische Lehre. Sie ist wie das Wasser, ständig in Veränderung, immer neue Formen annehmend. Der unerleuchtete, mit seinen Ego-Mustern identifizierte Mensch sieht die Welt nicht so, wie sie wirklich ist. Er versucht, sich durch Gefühls- und Denkkategorien eine sichere Welt begründeter Meinungen zu schaffen und ist Gefangener seiner eigenen Vorstellungen, Werturteile und Projektionen. So sind alle Menschen durch die Unfähigkeit, sich selbst und die anderen so zu sehen, wie sie sind, von sich selbst und voneinander getrennt. Und diese Illusion des Getrenntseins verursacht einen grundlegenden Schmerz,
eine grundlegende Angst. Der Buddha ist derjenige Mensch, der sich von den Mustern des Ego, von Furcht und Hoffnung gelöst hat. Der buddhistische Weg der Kultivierung von Freundlichkeit und Intelligenz bis zum hohen Ziel des vollkommenen Mitgefühls und der vollkommenen Weisheit ist mit viel psychologischem Lernen, mit Selbsterforschung und Selbsterkenntnis verbunden. Doch ohne die Praxis der Meditation wäre dies nur gedankliche Beschäftigung. Erst das Stillhalten des Geistes gewährt jenen Überblick, der die Selbstumklammerung des Ich zu lösen vermag. Das ist das Ziel des buddhistischen Weges. Kein Jenseits, kein Paradies, nicht ewiges Glück oder ewige Ruhe, sondern überwachsen von Gier, Aggression und Ignoranz. Nirvana ist ein Zustand. Nirva heißt vergangen, verweht, nicht mehr vorhanden. Following that path, the path of the Buddha. Wenn man dem Pfad des Buddha folgt, so erreicht man schließlich Nirvana. Ist das richtig? Well, that's the goal. Gewiss, das ist das Ziel dieses Lebens. Wenn man dem Pfad richtig folgt, ich meine ganz und gar, in diesem jetzigen Leben, so verwirklicht man es. Im Tode wird man eins damit. Aber prinzipiell kann man Nirvana vor dem Tod erreichen? In diesem Leben, nicht nach dem Tod. In diesem Leben verwirklichen wir es. Und wir erleben es, wir erfahren es. Ist das Konzept von Nirvana sehr viel anders als die hinduistische Idee von Moksha? Nach der Hindu-Philosophie kommen die Menschen von Brahman, von der Allseele oder der höchsten Einheit. Und dorthin kehren sie auch wieder zurück. Dann werden sie wieder in diese Welt geboren. So gibt es anscheinend einen Ruheplatz bei Brahman. Aber sie müssen wiedergeboren werden. Das buddhistische Nirvana ist anders zu verstehen. Es bedeutet, dass es keine Rückkehr gibt. And again, who can say that again they have to come back to the same world? So apparently it is a resting place, a temporary resting place. They have to, it seems that they take rest, they take long rest there, but again they have to, they may come, they might come again. But the Buddhist Nirvana is quite different. If you attain to that state, it is everlasting. You will never return. Everything is inconsistent. Da im Buddhismus alles unbeständig ist, keine Substanz hat, wie kann man da Nirvana erlangen? Well, gemeint ist, dass alles auf der Welt substanzlos ist. In the world, everything is unsubstantial. Also man. Auch der Mensch? Was wir einen Menschen nennen, ist das, was wir erleben, wie wir es verstehen. Der Mensch ist ein Prozess des Materiellen und des Geistigen. Er verändert sich ständig und schließlich, wenn dieser Prozess zur Vollkommenheit gebracht ist, gibt es keine Veränderung mehr. It goes on changing and at last, when it, that process comes to perfection, it remains at a certain place. When there is no more change, where there is no more change, the change stops. Die Veränderung hört auf. Samsara has become. Sie hört auf. Nirvana. Samsara ist zu Nirvana geworden. By Nirvana. Samsara wurde von Nirvana abgelöst. Die Lehre des Buddha ist keine göttliche Offenbarung. Und Buddhismus ist kein Glaube. Die Lehre ist funktional. So wie ein Boot, das uns vom einen Flussufer zum anderen bringt, von der Unwissenheit zur Erleuchtung. Und dieses Boot muss jeder mit seiner eigenen Kraft, Geschicklichkeit und Beharrlichkeit steuern. Im Buddhismus gibt es keine Sakramente, keine Opfer für Gott oder Götter. Blumen, Räucherstäbchen und die Rezitationen der Sutras sind Ausdruck der Verehrung des Menschen Buddha und seiner Lehre. Buddhistische Rezitationen sind keine Gebete, da es keine übergeordnete Instanz gibt, die man um Hilfe bitten könnte, deren Wohlwollen man durch Opfer oder gefälliges Verhalten erringen könnte. Buddhistische Rituale haben den Zweck, den Zelebrierenden mit seinem eigenen Weisheitspotenzial in Verbindung zu bringen. Einen Gottesdienst gibt es nicht.
Die Worte Gottesdienst oder Anbetung existieren nicht in der buddhistischen Terminologie. Wenn jemand die Hände auf diese Weise zusammenlegt und sich vor dem Bild des Buddha verbeugt oder ihm Blumen bringt, so sagt er damit: Ich achte und ehre die Erinnerung an diesen großen Lehrer. Und es ist ein asiatischer Brauch, jemandem seine Ehrerbietung mit Blumen und mit dieser Geste zu erweisen. Die meisten westlichen Menschen wissen nicht, dass diese Geste die übliche Geste des Grüßens ist. So grüße ich meine Freunde und Freundinnen, aber das hat nichts mit Anbetung zu tun. Kein Buddhist betet den Buddha an, sondern er folgt seiner Lehre. Is unknown to Buddhism. No Buddhist worships the Buddha, but he follows his teaching. Ist es nicht so, dass in späteren Entwicklungen des Buddhismus eine Art von Anbetung entstanden ist, zum Beispiel in Formen des Mahayana-Buddhismus? Das Wort Anbetung ist falsch. Sie geben ihrer Verehrung in verschiedener Weise Ausdruck. Zum Beispiel singen sie Hymnen zu Ehren des großen Lehrers. Und das Abbrennen von Räucherstäbchen ist auch eine Form der Begrüßung. Anbetung gibt es weder im Theravada noch im Mahayana. Ob Kerzen entzündet werden, ob man Buddhas Bildnis mit Blumen schmückt oder sich vor ihm mit dieser Geste verbeugt, es ist immer Ausdruck von Achtung und Verehrung. Eine atheistische Religion ist vom theistischen Standpunkt aus nicht leicht zu verstehen, da Religion üblicherweise gleichgesetzt wird mit Glaube an Gott oder Götter, während sich die Moral auf göttliche Forderungen stützt. Buddha hingegen warnte vor dem Glauben, indem er sagte: Glaube den Büchern nicht, glaube den Lehrern nicht, glaubet auch mir nicht. Glaubt nur das, was ihr selbst mit aller Gründlichkeit geprüft und als euch selbst und den anderen zum Wohle dienend erkannt habt. Auch die buddhistische Ethik orientiert sich an dieser Voraussetzung. Sie enthält vor allem die grundsätzlichen sozialen Forderungen. So werden als die 5 ungeeigneten Handlungen genannt: Töten, Stehlen, Lügen, Missbrauch von Sexualität und Missbrauch von Rauschmitteln. Das Töten bezieht sich hier nicht nur auf Menschen, sondern auf alle Lebewesen. Das Bild des Buddha erinnert seine Anhänger immer wieder an die Notwendigkeit, den von Meinungen und Vorstellungen verwirrten Geist zu beruhigen und zu klären. Dies ist die Andacht des Buddhisten, sich die Qualität Buddhas, des Lehrers und vervollkommneten Menschen zu vergegenwärtigen und so eine Beziehung zu seiner eigenen, immer vorhandenen, aber verdunkelten Buddha-Natur herzustellen. Der lächelnde Buddha ist das Beispiel des Menschen, der den Dualismus von Glück und Leiden, von haben wollen und nicht haben wollen, von Begierde und Aggression überwunden hat. Sein Weg begann da, wo alle Menschen beginnen müssen, die den Weg zum Erwachen beschreiten, in Verwirrung und Unwissenheit. Und er endete da, wo er für jeden Menschen enden kann, in der alles durchdringenden Klarheit und Güte der Vollendung. Das Licht der Geistesklarheit vertreibt die Dunkelheit von Gier, Aggression und Ignoranz, die Dunkelheit des Ego. Sind diese Verdunkelungen beseitigt, so tritt die wahre Natur des Geistes zutage. Diese wahre Natur äußert sich in der Form von Weisheit und Mitgefühl, Prajna und Karuna. Der Weg dahin ist der Weg des großen Mitgefühls, wie der Mahayana-Buddhismus übersetzt das große Fahrzeug auch genannt wird. Mahayana ist die zweite der 3 Entwicklungsstufen des Buddhismus. Der Introspektion des Hinayana folgt die Extraspektion des Mahayana. Dem Rückzug in die analytische Betrachtung folgt die Konfrontation mit dem aktuellen Außen. Die passive Meditation wird ergänzt durch die aktive Meditation. Die 3. Entwicklungsstufe der Lehre ist Vajrayana, der Diamantweg, auch tantrischer Buddhismus genannt. Das Geben, die Großzügigkeit, wird in allen Zweigen des Buddhismus als die wichtigste zu entwickelnde Eigenschaft betrachtet. Sie reicht von der Gebebereitschaft anderen Wesen gegenüber bis zum Hergeben können von eigenen charakterlichen Fixierungen, neurotischen Verhaltensmechanismen und von Meinungen und Vorstellungen aller Art. Vajra, das Diamantzepter,
ist das Hauptsymbol des Vajrayana-Buddhismus. Buddhas Augen auf den vier Seiten des großen Stupa erinnern den Buddhisten an die Qualität des erwachten Geistes, daran, dass jeder die Möglichkeit hat, in jedem Augenblick an diesem Erwachen zu arbeiten. Es ist eine besondere Eigenart des Buddhismus, dass er, obwohl er sich von seinem Geburtsland Indien aus über viele andere Länder Asiens verbreitete, nie die ursprüngliche Religion des jeweiligen Landes bekämpfte. Seine geistige Essenz vermochte, die vorgefundenen kulturellen Formen zu durchtränken und umzugestalten, ohne sie zu zerstören, wie die Bön-Religion Tibets, den Taoismus Chinas, die Shinto-Religion Japans oder den Hinduismus des indischen Raums. Das traditionelle Umschreiten des Stupa verbindet die Praxis der Meditation im Gehen mit der Symbolik des Rades der Lehre, das vor 2500 Jahren von Buddha Shakyamuni in Gang gesetzt wurde. Nevari-Pilger rezitieren und singen Sanskrit-Texte aus den Mahayana-Sutras, dem Kanon der Mahayana-Buddhisten, der den urbuddhistischen Kanon mit einem reichen Mythos und philosophischen und psychologischen Kommentaren ergänzt hat. Das Singen und Rezitieren der spirituellen Texte ist die traditionelle indische Art des Lehrens und Lernens. Die Gebetsmühlen, die man zutreffender Texttrommel nennen sollte, enthalten Papierstreifen mit Mantras oder ausgewählten Texten des Kanons. Sie in Bewegung zu versetzen, symbolisiert ebenfalls das Drehen des Rades der Lehre, das Verbreiten der Botschaft Buddhas vom Weg der Befreiung in alle Richtungen der Welt. Nicht weit von Swayambhunath liegt Bodhnath, das spirituelle Zentrum der tibetischen Flüchtlinge. Der tibetische Buddhismus oder Vajrayana ist seit Jahrhunderten auch in den an Tibet angrenzenden Ländern wie Nepal, Bhutan, Sikkim und Ladakh verbreitet, wo er heute noch in seiner traditionellen Form praktiziert wird. Die Rituale des Vajrayana basieren, so die traditionelle Formulierung, auf dem dreifachen Mysterium von Körper, Rede und Geist. Körper, begriffliches Denken und die emotional bildhaften Gestaltungskräfte des Geistes werden zu Symbolträgern und sprengen damit die Grenzen des Ego. Der Bauweise des Stupa liegt die symbolische Gestalt des Mandala, des magischen Kreises der Weisheit, zugrunde. Die vielen Fähnchen sind mit mantrischen Formeln bedruckt, auf das der Wind die Essenz des Buddha Dharma, die Macht des großen Mitgefühls, in alle Welt hinaustragen möge. Während in den anderen Vajrayana-Ländern die buddhistischen Feste eher den Charakter von Mysterienspielen haben, sind die nepalesischen buddhistischen Feste kaum von den typischen hinduistischen Umzügen zu unterscheiden. Mahendranath, Schutzgottheit und vor allem auch Regengott des Kathmandu-Tales, hat mehr hinduistische als buddhistische Prägung. In den letzten Wochen vor dem Monsun findet zu Ehren Mahendranaths ein mehrere Tage dauerndes Fest statt. Nach hinduistischer Tradition wird die Statue der Gottheit auf einer riesigen Prozessionskutsche um den Tempel gezogen. In den engen Gassen der Stadt kein einfaches Unterfangen. Mahendranath ist in der buddhistischen Version der Bodhisattva Avalokiteshvara im spirituellen Mythos eine Emanation des Meditationsbuddha Amitabha. In Avalokiteshvara, oft dargestellt mit 1000 Augen, um das Leid der Menschen zu sehen, und mit 1000 Armen, um zu helfen, personifiziert sich die aktive Qualität des großen Mitgefühls Mahakaruna. Dem Bodhisattva-Weg folgt derjenige, der erkannt hat, dass es keine Befreiung für ihn allein geben kann, sondern dass alle anderen in die Befreiung mit einbezogen sein müssen. Denn wenn die Grenzen des Ego aufgelöst sind, gibt es nicht mehr die Trennung zwischen Ich und andere. Der tantrische Buddhismus verfügt über einen Reichtum an Methoden, die als geeignete Mittel bezeichnet werden. Dazu gehören auch die Methode der geistigen Bildgestaltung oder Visualisation und die Mantratechnik. Die Tänzerinnen tanzen den Tanz der Dakinis, die im Tanz gestaltete symbolische Bildhaftigkeit, die typisch ist für den Vajrayana-Buddhismus. Dakinis sind mythische Personifikationen des weiblichen Prinzips, das mit Weisheit assoziiert wird.
Sie sind Symbol der inspirierenden Kräfte, die den Praktizierenden auf dem spirituellen Pfad vorantreiben. Sie sind schön, aber auch schreckenerregend, denn sie verkörpern die Schärfe des Wissens, der Intelligenz, die nicht nur Harmonie, sondern bei falscher Anwendung auch Chaos erzeugen kann. Die Dakinis, so sagen die alten Texte, trinken das Blut des Ego aus Schädelschalen. Mit anderen Worten, diese scharfe Intelligenz ist in der Lage, mit den Elementen des Ego zu arbeiten, um das Ego zu überwinden. Dies ist der direkte oder der schnelle Pfad, wie Vajrayana auch genannt wird. Ein Mensch ist gestorben. Lamas der tantrischen Kajü-Linie zelebrieren ein Totenritual. Die Konfrontation mit dem Tod eines Menschen, vor allem eines Nahestehenden, ist nach buddhistischer Anschauung eine besonders geeignete Situation, um sich mit der Erkenntnis der Vergänglichkeit und des illusorischen Charakters des Ego in Beziehung zu setzen. Eine der großen spirituellen Übungen im Vajrayana ist das geistige Begleiten des Verstorbenen durch die 49 Tage des Bardo, des Zwischenzustands, den wir Tod nennen, bis zur Befreiung oder Wiedergeburt. Die Texte des tibetischen Totenbuchs beschreiben diese Wanderung durch den Bardo und diese Texte werden für den Verstorbenen gelesen. Zugleich lesen die Zelebrierenden den Text auch für die Hinterbliebenen und für sich selbst, denn sie enthalten die für jeden zu jeder Zeit aktuellen Hinweise darauf, dass Gedanken, Emotionen, Träume und Visionen den Geist in Unfreiheit binden und dass es eine Freiheit gibt, in der das Ich vergessen ist, die Furcht und Hoffnung überschreitet. Das Auftischen von Opfergaben für die hungrigen Geister, das Verbrennen von Opfern und der Klang der Sakralmusik sind symbolischer Ausdruck der mythischen und psychologischen Inhalte der Texte. Der tantrische Buddhismus entwickelte schon in den Anfängen seines tausendjährigen Bestehens eine Gleichzeitigkeit von magischer, mythischer und mentaler Ebene des Lehrens und Praktizierens, die in der Geschichte der Religionen einmalig ist. Die magische Ebene ist die des sichtbaren Rituals, die mythische, die gestaltete Vision und die mentale Ebene ermöglicht ein rationales Verständnis. Eine zentrale Stelle im tibetischen Totenbuch, gültig für die Lebenden wie für die Toten, lautet: Ach, dass ich, wenn der Bardo der Wirklichkeit mir hier dämmert, alle Bilder, die erscheinen, als Spiegelbilder meines eigenen Bewusstseins erkenne. Dass ich in diesem höchst wichtigen Augenblick ein großes Ziel zu erreichen nicht fürchten möge, die Scharen der friedlichen und zornigen Gottheiten, meine eigenen Gedanken formen. Ebenso wie in Tibet mit seiner alten animistischen Kultur, gestaltete sich der Buddhismus auch im taoistischen China in ganz eigener, vom ursprünglichen nordindischen Buddhismus verschiedener Form. Die verschiedenen Zweige des chinesischen Buddhismus nahmen in ihren äußeren Formen viele Charakteristika des Taoismus an. Seine zurückhaltende Ästhetik, seine mehr intuitive als intellektuelle Art der Philosophie und seine tiefe Beziehung zur Natur. Zwei buddhistische Hauptrichtungen entwickelten sich in China. Jan, später in seiner japanischen Version Zen genannt, und der Amida-Kult, der in Japan als Shin-Buddhismus große Verbreitung fand. Der chinesische Buddhismus nahm viele kulturelle Anregungen aus dem Taoismus auf, behielt jedoch unverändert die Grundlagen der Lehre Buddhas bei. Und es liegt ihm die Mahayana-Essenz zugrunde, dass Erleuchtung darin besteht, die Nichtgetrenntheit von Samsara und Nirvana, von gewöhnlicher Welt und vollkommener Wirklichkeit existenziell zu erkennen. Eine Anleihe beim Taoismus sind die 500 Lohans, die Heiligen aus der chinesisch-buddhistischen Mythologie. Trotz einer gewissen Ähnlichkeit mit den großen 8 Unsterblichen des späteren Taoismus sind sie Ausdruck einer bestimmten Entwicklungsstufe auf dem Mahayana-buddhistischen Pfad. Lohan bedeutet wörtlich der vollkommene Wertvolle. Er verkörpert die Stufe der erlangten Unabhängigkeit von materiellen und geistigen Objekten, ohne jedoch die dezentralisierte, egolose Bewusstheit eines Buddha erreicht zu haben. Es wurde ihnen jeweils ein sehr ausgeprägter individueller Gesichtsausdruck verliehen,
um die psychische Dynamik anzudeuten, die sich auf dem Mahayana-buddhistischen Entwicklungsweg entfaltet. Die riesigen Felsskulpturen von Lungmen im nördlichen China stammen aus dem 7. Jahrhundert der frühen Blütezeit des Buddhismus in China. Mehr als 97.000 Bildwerke wurden aus den Felsen gehauen. Die Skulpturen in dieser Grotte, die mehr als 35 Meter hoch ist, stammen aus dem Jahr 675, der Zeit der Tang-Dynastie. Dem 17 Meter hohen Buddha steht sein Lieblingsschüler Ananda zur Seite. Ein Wächter und ein Beschützer der Lehre personifizieren Aufmerksamkeit und Integrität. Die zentrale Grotte von Binyang enthält 11 große Buddha-Statuen, die aus dem frühen 6. Jahrhundert stammen. Man schätzt, dass 800.000 Handwerker daran gearbeitet haben müssen. Die Bildwerke von Lungmen bringen vor allem den Hauptaspekt der Buddha-Weisheit, Mahakaruna oder das große Mitgefühl zum Ausdruck, Methode und Ziel der angewandten Psychologie des Mahayana-Buddhismus. Die Künste nehmen im fernöstlichen Buddhismus einen wichtigen Platz ein. Vor allem die Malerei kam im taoistisch-buddhistischen China zu höchster Blüte. Die alte chinesische Kunst der Kalligraphie ist weniger eine Sache künstlerischer Technik als der gesammelten und klaren Haltung des Geistes. Ist der Geist klar, so entsteht das Schriftzeichen mühelos und spontan in ästhetischer Vollkommenheit. Dies ist der Ausdruck von Wu Wei, zu übersetzen als nicht tun oder geschehen lassen, reine Spontaneität. Der Chan-Buddhismus, später in Japan Zen genannt, entstand im China des 6. Jahrhunderts. Chan ist die chinesische und Zen die japanische Abwandlung des Sanskritwortes Dhyana, das so viel wie Meditation oder Klärung des Geistes bedeutet. Chan ist diejenige Form des Buddhismus, in der relativ wenig Nachdruck auf das intellektuelle Studium der Lehre, dafür umso mehr auf die Praxis der Meditation, auf die Schulung der Körper- und Geisteshaltung gelegt wird. Die Grundlagen der Lehre sind in den Rezitationen enthalten. Ihre Essenz, so ist die Meinung der Chan- und Zen-Buddhisten, offenbart sich jedoch nur demjenigen, der seinen Geist durch intensive Meditationspraxis von fixierten Inhalten befreit hat. Ein Text von Liu Huayang aus dem Jahr 1794, in dem sich taoistische und buddhistische Elemente mischen, zeigt in seinem Schlussvers deutlich den besonderen Charakter des chinesischen Buddhismus. Ohne Entstehen, ohne Vergehen, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft. Ein Lichtschein umgibt die Welt des Geistes. Man vergisst einander, still und rein, ganz mächtig und leer. Die Leere wird durchleuchtet vom Schein des Herzens, des Himmels. Das Meerwasser ist glatt und spiegelt auf seiner Fläche den Mond. Die Wolken schwinden im blauen Raum. Die Berge leuchten klar. Bewusstsein löst sich in Schauen auf. Die Mondscheibe einsam ruht. Der Stock dient zur Korrektur der Haltung und zur aufmunternden Lockerung der Schultermuskeln durch je einen Schlag auf jede Schulter. Doch wurde er im chinesischen Buddhismus nie mit der Härte eingesetzt, wie sie in manchen japanischen Zen-Klöstern üblich ist. Die Chinesen sind Bauern seit alters her und ihr Denken ist von ihrer innigen Verbindung zur Natur geprägt. Die taoistische Philosophie und Mystik konnten nur auf dieser Grundlage entstehen. Der ursprüngliche Taoismus hatte nichts gemein mit den anthropomorphen Vorstellungen des alten Volksglaubens. So konnte er sich besonders leicht mit buddhistischem Gedankengut verbinden. Das taoistische Ideal war ein Leben in Einklang mit dem Rhythmus der Natur und die Entwicklung der reinen Spontaneität. Das bedeutet intuitiv richtiges Tun ohne jede Bewusstseinsstrategie, also ohne Identifikation mit dem Ego. Darin zeigt sich eine gewisse Verwandtschaft der beiden Systeme. Auf der Ebene der Volksreligion jedoch wurden, ob taoistisch oder buddhistisch,
alte magische Elemente und Relikte des urchinesischen Dämonen- und Geisterglaubens beibehalten. Hier beschränkt sich die Religionsausübung oft auf Bitten um Abwendung von Unheil und Wunscherfüllung aller Art. Der Amida-Kult ist eine ganz eigene Richtung innerhalb des chinesischen Buddhismus. Amida-Buddha, als die Personifikation des großen Mitgefühls, wird angerufen, auf dass er den Platz des Ego einnehmen möge. Es ist eine sehr schlichte und devotionale spirituelle Praxis und sowohl in China und angrenzenden Ländern als auch in Japan, vor allem beim einfachen Volk, verbreitet. Während in den übrigen ostasiatischen Ländern der Buddhismus noch sehr lebendig ist, wurde in der Volksrepublik China seit ihren Anfängen jede Art von Religionsausübung und Spiritualität mit den Argumenten des dialektischen Materialismus kritisiert und lächerlich gemacht. Nachdem der Kulturrevolution zahllose Tempel und religiöse Kunstschätze zum Opfer gefallen waren, erfasste das kulturpolitische Tauwetter auch die Religion. Doch hatte die kommunistische Indoktrination bei vielen Chinesen die Beziehung zur Spiritualität bereits ausgelöscht. Noch vor 50 Jahren gab es in China eine 500.000 Mönche, die in 100.000 Tempeln lebten, also im Durchschnitt 5 Mönche pro Tempel. Obwohl es manche unzweifelhafte Degenerationserscheinungen gab, war dies doch Ausdruck einer hohen geistigen Kultur, von der heute in China nicht mehr viel zu bemerken ist. Es gab in der Geschichte des Buddhismus, der ja nie an eine bestimmte Kultur gebunden war, immer wieder Zeiten, da er an einem Ort verdrängt wurde, um an anderer Stelle frisch und neu wieder aufzublühen. Dank seiner formalen Anpassungsfähigkeit erlebte auch heute wieder eine Renaissance, diesmal jedoch mehr in Amerika und Europa als in asiatischen Ländern. Die völlige Freiheit von Glaubenszwängen, der psychologische Realismus und die Vision vom großen Mitgefühl der Egolosigkeit lassen den Buddhismus als ein geistiges Angebot erscheinen, das der religionsmüden, durch Ideologien verwirrten modernen Welt wieder ein Gefühl für die Qualität des Geistes und die Würde des Menschen vermitteln könnte.